Hallo und herzlich willkommen. Ich liebe Unternehmer, die etwas verändern. Und zwar nicht nur so ein bisschen von hier nach hier oder hier nach hier, nein, von hier nach hier. Und Thilo Holthoff, Friseurmeister aus Berlin, ist ein solcher Unternehmer. Neben mir steht Thilo Holthoff. Er ist Friseurmeister, er ist in Berlin, da wo die Mode gemacht wird. So ist das. Und er hat die Personalfalle in die Hand gekriegt. Er hat sie gelesen und dann hat er seine Schlüsse rausgezogen. Es gab einige Turbulenzen im Unternehmen, nachdem ich dann angefangen habe, etwas strenger diese Themen zu bearbeiten, sind mir ungefähr 45% der Mitarbeiter abhanden gekommen. Deutlicher. Sie haben sich von denen getrennt oder die haben sich von Ihnen getrennt? Oder Ich habe zwei Kollegen gekündigt. Okay. Und daraufhin haben weitere das Unternehmen verlassen aus Sympathie. Aha, okay. Jetzt alles klar. Ja. So die gemerkt haben, dass der Wind jetzt anfängt, stärker von vorne zu kommen und dass ich am unternehmerischen Erfolg des Unternehmens interessiert bin. Ein klarer Satz dazu ist, dass ich also angefangen habe, die guten Mitarbeiter des Unternehmens, die Motivierten, zu schützen, dass diese mir nicht abhanden kommen. Ja. Das war ein sehr, sehr deutlicher Effekt. Der hat sich umsatztechnisch wirklich bemerkbar gemacht. Ja. Wir haben also mit weniger Mitarbeitern den Umsatz der Vorjahre übertroffen und sind nach Neueinstellungen heute, zwei Jahre später, auf einem wirklich deutlich besseren Level. Wow. Gibt es eine Schätzung, wie viele A-Mitarbeiter, wie viel B, wie viel C heute in Ihrem Hause? In meinem Hause, ich gehe von ungefähr 70% A-Mitarbeitern aus. Wow. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine C-Mitarbeiter mehr. Das ist ein völlig neues Gefühl. Ja, ich kann wieder schlafen. Ich freue mich auf Arbeit. Wunderbar. Und das macht Spaß. Freitags schon auf Montags freuen. Genau. Das ist die Geschichte. Herzlichen Dank. Gerne.